Demokratie in höchster Gefahr. Peter Hane. Die meisten Politiker, man kann ihn nicht über einen Kamm scheren, verachten ja das Volk. Statement, Real Talk, episches Interview. Aber solange wir darüber die ganze Zeit reden, in die reinvertrauen und sagen, ja, die Politik und da muss sich irgendwas verändern, solange wir denen die Macht geben, haben die auch die Macht. Nenne mir ein Land, in dem Journalisten und Politiker sich vertragen. Mhm. Und es ist keine Demokratie. Ist so. Facts. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Demokratie in höchster Gefahr. Peter Hane. Ich kenne den Peter nicht, aber ich glaube, es ist ein interessanter Talk, der hier jetzt reacted wird. Deswegen seid gespannt, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert diesen Kanal und ich würde sagen, der Peter geht los, Digi. Und los. Die meisten Politiker, man kann ihn nicht über einen Kamm scheren, verachten ja das Volk. Es Statement, Real Talk, episches Interview. Irre, dass die Hälfte der Bevölkerung noch nicht begriffen hat, was eigentlich los ist. Das ist alles... Die Hälfte ist optimistisch gesagt, Digi. Wahnsinn, ein Selbstbedienungsladen von Verrückten. Was meinen Sie, was hier in Berlin los wäre, wenn wir Frankreich wären? Ja. In Wahrheit sind in diesen Tagen, wo wir uns jetzt unterhalten, die Preise ungefähr 10% gestiegen im Supermarkt, im Drogeriemarkt, alles, was man so braucht. Ja. Das eigentliche Verbrechen des Journalismus und der Politik sehe ich darin, was früher nicht war. Früher war das alles, man wohnte auf dem Dorf oder man nahm am normalen Leben teil. Heute haben wir eine Parallelgesellschaft. Mhm. Und der Witz ist, dass Journalisten und Politiker eine gemeinsame Parallelgesellschaft haben. Facts. Wer ist er eigentlich, der Cousin? Einer fragt im Chat, woher weiß der alte Mann das alles? Ich küsse doch dein Herz, Bruder. Herzlich willkommen zu einer neuen, spannenden und sehr wichtigen Folge. Marc spricht mit heute Peter Hane. Herr Hane, schön, dass Sie... Marc, mein Jutzer, los geht's. Sind. Ich freue mich und ich verfolge Ihre Arbeit, ich gucke mir Ihre Interviews an. Fernsehmoderator, Bestsellerautor, nee, kenne ich nicht, Digga. Wer ist er? Ich finde das einfach klasse. Dankeschön. Und ich freue mich richtig, dass ich jetzt mal... die Ehre habe, bei Ihnen zu sein. Die Ehre ist ganz auf meiner Seite und Sie waren tatsächlich einer der meist angefragtesten Gäste. Lad doch mal den Peter Hane ein. Auch der redet Tacheles, legt den Finger in die Wunde, der hat Rückgrat. Und das muss ich sagen, ich beobachte Sie natürlich auch. Ich kenne Sie schon vom ZDF, deswegen ich muss Sie kaum vorstellen. Ich denke mal, die meisten Zuschauer kennen ihn schon. Gerne mal unten posten. Und dahingehend bin ich es auch beeindruckend, dass Sie so den Mut haben, das Rückgrat haben, weil wir leben ja gerade in irren Zeiten. Und wollte er ihn nicht kurz introducen? Mal gucken hier. Google it in, man, Alter. Vertrauenswürdigste, beste Quelle. Alter, der ist vom ZDF, oder was? Yo. Ein deutscher Fernsehmoderator und Autor. Jetzt, wo du sagst? Das ist die einzige Beschreibung hier, diese allgemein ist. Ein deutscher Fernsehmoderator und Autor. Yo. Ausbildung. Das will ich. Danach wechselt Hane Hauptredaktion. Aktuelles des ZDF. Interesting. Ja, immer jemand, der gerne mal den Finger in die Wunde legt, der auch Tacheles redet, aber auch schreibt, zum Beispiel im neuesten Buch, was ich sehr lesenswert finde. Es ist wirklich relativ gut geschrieben, finde ich. Ist das euer Ernst? Ne? Aufstand gegen Idiotie und Ideologie. Leben wir gerade eigentlich im Irrenhaus? Erleben wir gerade die spätrömische Dekadenz mit Cancel Culture, woke Gesellschaft, jedes Jahr das Geschlecht neu bestimmen und gendern? Naja, es ist schon wie auf der Titanic. Die Kapelle spielt noch. Es ist ja irre, dass die Hälfte der Bevölkerung noch nicht begriffen hat, was eigentlich los ist. Oh shit, der macht jetzt Real Talk oder was? Jetzt sind wir mal gespannt hier, sag ich dir ehrlich. Die Regierung sowieso nicht, Opposition, CDU und CSU, betrachte ich als Totalausfall. Mhm. Das heißt, wir haben in Landesregierungen und Bundesregierungen ein Tollhaus. Einmal... Ich schreibe ja Idioten und da muss ich immer sofort gleich sagen, bevor Herr Haldenwang, der ja ein CDU-Funktionär ist, als enger Mitarbeiter von Frau Faeser, bevor der hier auftritt,
Wir sind ja Humanisten, wir beiden, und wir wissen aus Latein und Griechisch, wenn also der alte Grieche einen Klempner bestellte und es kam ein Metzger, dann kam ein Idiot, Idiotes, von der Sprache her. Und genau das haben wir jetzt. Das finde ich die absolute... Krass, das ist die Definition von Idiot? ...gute Idiotie, dass wir sozusagen Hilfskräfte, Ungebildete, Nichtfachleute in den Regierungen und in den Parlamenten haben, die sich jetzt auch noch eine Zulage von 600 Euro genehmigen. Das ist... Das ist halt easier, Digga, weißt du, wie ich meine? Ist ja klar, Digga, sag ich mal, guck mal, ich sag mal so, ich bin überzeugt davon, dass viele von diesen Politikern und Regierungsleuten kontrolliert werden von den Menschen im Hintergrund mit viel Geld und Macht, so, ne? Das sind ein paar Familien und das sind ganz heftige Strukturen, die da im Hintergrund gelegt sind, einfach die mehr oder weniger den größten Einfluss auf Politik und Regierungen und wie die Welt gerade läuft haben, so. Und es ist natürlich einfacher, wenn du da irgendwelche Vollidioten in der Regierung drin hast, die zu steuern und denen zu sagen, was die zu tun haben, als wenn du Leute hast, die vielleicht noch Moral haben, Ehre haben, nicht alles für Geld machen. So, weißt du, wie ich meine? Intelligente Menschen mit einem Herzen. Dann funktioniert halt deren Plan nicht so gut. Und deswegen, ja, macht es für mich Sinn, dass die da irgendwelche Idioten hinstellen. Und gleichzeitig auch, glaube ich, um ein bisschen so zu schauen, wie das Volk darauf reagiert. Und wenn die das durchgehen lassen, ja, dann haben wir eine Win-Win-Situation. Alles heller Wahnsinn. Ein Selbstbedienungsladen von Verrückten. Aber Sie sind jetzt seit 30, 40 Jahren. Also ich kann auch viel Scheiße labern. Sollte ich Politiker werden? Fragezeichen. Die Frage ist nicht, ob du viel Scheiße labern kannst. Die Frage ist, ob du Ethik, Moral hast und ob du was Höheres glaubst. So. Oder ob du käuflich bist. Und ob du über Leichen springen kannst. Und ob du für Geld und für Macht quasi auf deine eigene Ethik und dein ja, auf das Göttliche scheißen kannst. Und wenn du das kannst, dann bist du da gut aufgehoben, mein Jutster. In der Medienlandschaft, in der Politik haben alles beobachtet. Wie konnte es dazu kommen? Also warum, meiner Ansicht nach wird es immer krasser, so wie wenn wir auf die Zielgerade gerade laufen. Und wo kam das her? Wie ist es so entstanden? War das vor 30, 40 Jahren auch schon so? Naja, einmal muss ich sagen, weil Sie gesagt haben, Hanne redet Klartext. Ich rede nicht anders, als ich in den letzten 50 Jahren in meinem Geschäft, ich habe ja sofort auch vom Mikrofon angefangen bei der ARD, dann aber eben, wie gesagt, beim ZDF. Ist der jetzt raus, Digga, oder ist der noch am Start? Ich habe nie anders geredet als heute. Und manche sagen ja, oh, der, seitdem er pensioniert ist, haut er auf den Putz. Nein, nein. Ich okay. Auch in meiner letzten Sendung, die ich hatte, die Talksendung 7 Jahre lang, habe ich damals alle aktuellen AfD-Vorsitzende gehabt. Ich habe doch keine Brandmauer. Als Journalist muss man gerade die umstritten sind oder die im Gespräch sind, doch interviewen. Ich habe Sarrazin gehabt und Tichy. Das sind ja alles Leute, wo man heute sagt, ja, die werden ja nicht mehr eingeladen. Das heißt, es hat sich alles. Sarrazin, Toadman, Alter. Deutschland schafft sich ab. Oder hat er recht gehabt? Aber meiner Meinung nach sind nicht die Kennex dran schuld. Total verändert. Und zwar in Lichtgeschwindigkeit. Vor 4 Jahren war es noch anders. Der Meinungskorridor war größer. Also vor. Der war auch schon eingeschränkt, aber definitiv noch größer als nach Corona. Also der Meinungskorridor ist mit den Jahren immer enger geworden. Also, gebe ich ihm recht, vor 4 Jahren war der definitiv noch ein bisschen größer. Corona meinen Sie? Mhm. Und genau das ist das Stichwort. Mhm. Ich meine, Corona ist nun, man kann es nicht oft genug sagen, seit diesen geschwärzten, ja, RKI-Files, ist ja auch interessant, schwärzen ist ja purer Rassismus. Man kann ja froh sein, dass die geschwärzt sind, nur und nicht getürkt, das Ganze. Ja. Das wäre ja noch rassistischer. Krass eigentlich, ne, das Wort getürkt. Einfach getürkt, Bruder, das ist schon rassistisch, bruv. Genauso wie alles negative Schwarz ist. Der hat recht, Bro, das stimmt schon. Einfach getürkt, Digga, krass. Habe ich früher schon mal drüber nachgedacht, warum die das so nennen. Das ist alles ein heller Wahnsinn. Wir wissen jetzt amtlich, dass wir seit 2020, also schon zu Beginn dieser ganzen Geschichte, in die Irre geführt wurden. Angelogen, hundertprozentig. Belogen wurden.
Und da muss ich fragen, warum macht das die Politik? Und warum haben alle mitgemacht? Wieder besseres Wissen, denn sie wussten ja, dass das alles harmlos war. Und Herr Hane, vor allem, wenn Sie uns da anlügen, wo lügen Sie uns denn noch genau an? Das und dann ist kommt der die AKW-Falls, dann kommt die Energiewende, die gescheitert ist, ein Scherbenhaufen, die grüne Transformation, die Sonne, der Wind schicken keine Rechnung, jetzt kommen auf einmal doch 10 Milliarden auf uns zu. Also wir sehen ja eine Lüge nach der anderen. Ja, es ist einfach eine solche, wie soll ich sagen, Unglaubwürdigkeit und mangelndes Vertrauen. Die Umfragen sind ja völlig klar. Alle Institute sagen das. Die Leute haben keinerlei Vertrauen mehr in die Politik, in die Medien. Gut so, Digga. Sehr schöne Entwicklung. Auch in die Kirchen, in die Gewerkschaften. Die Leute fühlen sich betrogen. Nur, was mich wundert ist, aber das ist wieder deutsche Mentalität. In Frankreich würden die Barrikaden schon brennen. Was meinen Sie, was hier in Berlin los wäre, wenn wir Frankreich wären? Berlin hätte schon einige Male gebrannt, auf jeden Fall. Irgendwie nehmen die Leute das alles geradezu gottgegeben hin, obwohl man doch sieht, wohin jetzt die Reise geht. Das heißt, es ist doch unbezahlbar. Es wird dann. Leute haben keinen Bock, sich mehr Gedanken zu machen, weißt du, wie ich meine? Die sind gestresst vom System. Die werden ja auch die ganze Zeit beschäftigt vom System. Also es gibt so viele Sachen, mit denen du dich beschäftigen musst. Habe ich jetzt keine Kraft und keine Zeit mehr, jetzt noch darüber nachzudenken, ob ich vielleicht verarscht werde und wie ich eventuell aus dem System rauskomme, so, weißt du? Das ist ja alles bewusst so kreiert worden, dass wir nicht auf diese Idee kommen, überhaupt, beziehungsweise, ja, dass wir gar nicht das wollen. Mann, ich will mein Bier trinken, abends auf der Couch, Frau macht was zu essen, denke, und ich will den Kopf zumachen, weißt du? So. Der ist das für die meisten. Oh, die Inflation, die haben wir gestört. Ich habe mir gestern auch überlegt, die meisten Leute denken gar nicht über diepe Sachen nach, weißt du, über nichts. Die schalten einfach nur ab, die denken auch nicht drüber nach, wenn sie im Internet surfen, was sie sich da reinziehen oder wenn sie Fernsehen gucken, was sie sich angucken, wie das die programmiert, was das eventuell für Auswirkungen hat, so, wo die Welt gerade hingeht, was bedeutet Gott, was bedeutet das Leben, warum fühle ich mich anders, wenn der Mond Vollmond ist und so, weißt du, solche Sachen. Die meisten Menschen denken überhaupt nicht über sowas nach, das ist für mich so voll paradox. Das ist so mein den Größteil meines, also meiner Zeit am Tag, denke ich, über solche Sachen nach. Wir haben sogar die Zahlen gesenkt. In Wahrheit sind in diesen Tagen, wo wir uns jetzt unterhalten, die Preise ungefähr 10% gestiegen im Supermarkt, im Drogeriemarkt. Alles, was man so braucht. Ja. Und komischerweise, die Leute ziehen daraus keine Konsequenzen. Ja, wie können wir denn den Aufstand gegen Idiotie und Ideologie betreiben? Wir sehen ja, die Politik ist dogmatisch, ideologisch getrieben. Atomausstieg nur als Beispiel und Grüne. Der erste Schritt wäre mal, nicht mehr in diese Jungs zu vertrauen und nicht mehr über die so viel zu reden auch, sondern sich auf sich und sein eigenes Leben zu konzentrieren. Ja, stell dir mal vor, auf einmal ein großer Prozentteil der Bevölkerung würde einfach aufhören, an Politik zu glauben, denen zu vertrauen oder denen überhaupt noch zuzuhören. Und die würden anfangen, sich auf sich zu konzentrieren und auf deren Leben so. Und gucken, okay, was kann ich hier umbauen, was kann ich hier umbasteln, damit es mir besser geht, damit meine Familie mehr hat oder vielleicht wandere ich aus oder dies, das, blablabla. Stellt euch das mal vor, dann haben die weniger Macht. Verstehst du, wie ich meine? So würden wir denen die Macht wegnehmen. Aber solange wir darüber die ganze Zeit reden, in die rein vertrauen und sagen, ja, die Politik und da muss sich irgendwas verändern, und solange wir denen die Macht geben, haben die auch die Macht. Transformation, Klimawandel etc. Wie können wir Idiotie verhindern in der Politik? Wir sehen Fachkräftemangel im Bundestag massiv. Ja, aber absolut. Ja, es ist schlimm. Und dann, also ich meine, was ich ja noch am schlimmsten finde, ist dieser ganze Genderwahn. Das heißt, es fing mal an mit diesem Schluckauf, den meine Nachfolgerin in der Heute-Sendung ja praktiziert hat, LeserInnen und ZuschauerInnen, dieser Schwachsinn, wo ja jeder... Stark, Junge, stark, stark. ...der Mensch denkt, er sei im Funkloch oder irgendwas. Das soll also jetzt die Gerechtigkeit der Sprache bringen. Aber... So ein Schwachsinn. Eine Regierung... die ein Gesetz auf den Weg gebracht hat, dass man sein Geschlecht ändern kann, mit 14. Die müssen verhaftet werden dafür. Und die Eltern verklagen kann, wenn die dagegen sind. Und das Ganze kann man jedes Jahr wechseln. Wer das auf den Weg gab, hat sich endgültig verabschiedet von Verstand, von Vernunft, von Werten.
Es wird immer jetzt. Das ist aber schon früh passiert. Meiner Meinung nach sind das die gleichen Leute. Das hört sich jetzt wild an, ne? Aber das sind die gleichen Leute, die auch damals bei solchen Sachen wie dem Kendler-Experiment auch involviert waren. So, weißt du, hast ja schon gemerkt, dass die Politiker keine Moral, keine Ethik haben, wenn die da wirklich offensichtlich Kinder zu Pädophilen gegeben haben und das Recht gefertigt haben, dass es beiden besser geht und so eine Scheiße. Weißt du, wie ich meine? So. Und genau so wollen die jetzt einfach die Identität von jungen Menschen klauen. Dass sie sich nicht mehr identifizieren können und einfach verwirrt sind. Und da muss man sich nochmal fragen, wer hat da ein Interesse dran und wem wird es zugutekommen? Wenn die Kids immer mehr sexualisiert werden, die sich Gedanken über Sexualität machen und sich nicht mehr mit irgendwas identifizieren können. Ja, genau. Redet, wir verteidigen die westlichen Werte und jetzt der böse Putin, da müssen wir jetzt mit den westlichen Werten kommen. Sowohl die arabische Welt als auch vor allem der Osten Europas lacht doch nur noch über uns. Die USA lachen nur noch über uns. Ich bin ja oft unterwegs. Man schämt sich schon fast zu sagen, man kommt aus Deutschland, weil es fast niemand. Und wissen Sie, die Spitze von allem ist ja, CDU und CSU präsentieren uns jetzt Ursula von der Leyen als Spitzenkandidatin, die gerade von der Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft bescheinigt kriegt, dass ihre Corona-Maßnahmen, was das Geld angeht, im... So, per SMS haben die doch gechattet und so, ne? Auf, dass das Korruption sein könnte. Also ein Gerichtsverfahren, nein. Und dann verstehe ich, dass die Leute verzweifeln. Und deswegen finde ich wichtig, was Sie machen, in Aufklärung. Und wir haben ja an sich zwei Funktionen inzwischen. Einmal, dass wir aufklären müssen, Fakten liefern. Ja. Und jede Verschwörungstheorie ist ja übermorgen schon wahr wird übertroffen. Ja. Und das Zweite, was ich wichtig finde, weil ich werde so oft angesprochen. Ach, Herr Hane, das ist ja toll, dass es Sie gibt. Mhm. Das freut mich, ja. Und dann kommt aber der Grund, und das gilt für Sie ganz genauso, wir sind so ein Stück Lagerfeuer, wie man früher mal sagte, so Wetten, das und diese hohen Einschaltquoten. Das war so das Lagerfeuer der Nation. Am Samstagabend, ja. Mhm. Es gibt viele Menschen, die einsam sind. In ihrer Familie, am Arbeitsplatz, am Ort, wo sie wohnen. Ist so. Weil sie eine Meinung vertreten, die wir für normal halten, aber die man heute nicht mehr... Lagerfeuer oder Anker kann man auch gut sagen, so. ...sagen darf. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch die Zuschauer jetzt motivieren und sagen, Mensch, schweigt nicht, sagt, wehrt euch. Das fängt ja schon im Kindergarten in der Schule an, wenn ich Eltern bin. Dass ich mich wehre und sage, ich lasse meine Kinder nicht indoktrinieren. So. Ganz wichtig, also ich sehe das auch oft als meine Aufgabe, dass wir Sachen ansprechen, die vielleicht von der Presselandschaft nicht irgendwie kommuniziert werden. Ne? Also Sachen, die verschwiegen werden, die vielleicht auch dann geframed werden oder dann relativiert werden, wie zum Beispiel die AKW-Files, wo man dann die schützende Hand über Habeck gelegt hat, nach dem Motto, na, der wusste doch nichts davon, der Arme und so weiter. Und da sehen wir, dass viele Presseorgane in der Zwischenzeit schon zu Klakören der Regierung verkommen sind. Begonnen hat es natürlich mit der Flüchtlingskrise, ist ja jetzt offenbar, selbst Klaus Kleber vom ZDF, ihr ehemaliger Kollege, hat dazugegeben, man war eigentlich das Sprachrohr des Kanzleramtes. So. Man wollte keine schlechten Bilder generieren. Jetzt sehen wir, dass uns die Realität auf die Füße fällt. Wir sehen natürlich Anstiege. Haben wir ja im Video gesehen, was ich jetzt hier nochmal empfehlen kann an der Stelle, dieses ZDF-Ding, was ich heute hochgeladen habe. Wie habe ich es genannt? ZDF entlarvt Propaganda. Ich küsse deine Zirbeldrüse. Entlarvt Propaganda in deutschen Medien, irgendwas in die Richtung. Und da hat man das gut gesehen, wie eigentlich alle Medien, alle Zeitungen, alle großen Blätter in Deutschland irgendwo mit Lobbyisten und Politikern verbandelt sind, sodass die gar nicht mehr richtig frei berichten können, weil die mit denselben Jungs innen unter einer Decke stecken. Und das merkst du ja auch. So, don't trust media anymore, bro. Also Stechereien von Gewalt, von Schulen, wo keiner mehr Deutsch spricht und so weiter. Es ist halt doch nicht machbar, wie man das dachte. Es war halt eine Utopie, die uns jetzt, wie gesagt, leider mit großen Kollateralschäden um die Ohren fliegt. Ja, aber Sie dürfen es ja, der Witz ist, wenn es jetzt einen Einschnitt gäbe, und dass die Politik, die ja verantwortlich ist, und zwar alle Parteien, als Parteien,
die mitgemacht haben in den Landesregierungen, Bundesregierungen. Wenn man jetzt einmal innerhalb... Es ist halt wieder so, weißt du, ich mag, dass die auspacken langsam und dass die über Sachen reden und dass die in der Öffentlichkeit und ein ehemaliger ARD-Moderator und so, ist alles nice, Marc Friedrich auch, Baba und so, weißt du. Aber dass die wirklich daran glauben, dass die Politiker diese Entscheidungen getroffen haben, zeigt mir einfach, dass sie nicht noch einen Schritt weitergehen, weißt du. Die bleiben an der Oberfläche. Die gucken nicht, wer hat wirklich dafür gesorgt, dass diese Flüchtlingsströme entstehen, weißt du. Wer hat wirklich die Fäden in der Hand? Wer plant diese ganzen Sachen? So, was, Bro, da könnte ich jetzt ganz tief reingehen, aber ich merke einfach, dass die meisten Leute immer noch, selbst aus der alternativen Bubble, immer noch an der Oberfläche kratzen und sich teilweise, glaube ich, auch nicht trauen, wirklich reinzugehen und zu sehen, was läuft. Würde sagen, ihr Lieben, da ist viel falsch gelaufen und man kann sich doch auch mal entschuldigen. Nein, da kommt ein Bouffier, ein früher mal konservativer CDU-Ministerpräsident Hessen ehemals, und sagt, ja, ich bin ja für Aufklärung, was Corona angeht, aber keine Schuldzuweisungen. Das heißt, ob Bouffier, na Mann, wohl wir beiden und viele, viele Tausende, auch mutige Journalisten, Recht behalten haben in allem, wird das Tachchen bitte negiert. Das Narrativ bleibt, ja, genau, dass wir Verschwörungstheoretiker, genau, sind, genau, und rechtsextrem oder irgendwas. Und da müssen Sie sich vorstellen, man kann, ich will ja jetzt Ihnen den Appetit nicht verderben, aber man kann auch rein jetzt, Junge, komm, nicht so viel essen, wie man eigentlich kotzen müsste. Ja. Entschuldigung. Geiler Typ, Digga. Mit dem Framing um, dass es dann heißt, Peter Hahn, den kann man nicht mehr einladen, der ist doch recht alter weißer Mann und so weiter. Wie gehen Sie damit um? Weil, ich meine, Sie haben ja mit vielen Aussagen haben wir ja recht behalten im Nachhinein. Also ich kann nur sagen, ich bin froh, dass es die alternativen Medien gibt, dass es eben... Wird der Cousin gecancelt oder was? Steht hier irgendwas vom Verschwörungstheoretiker schon drin bei Wikipedia? Also im ersten Satz auf jeden Fall nicht. Das ist ja normal dann bei Wikipedia schon im ersten Satz mit drin, ne? Oh. Viele Kanäle gibt, immer mehr, auch ihrer. Das heißt, ich habe so viele Einladungen wie noch nie. Wer ist dein Lieblingswissenschaftler? Ich kenne die Namen nicht, weißt du? Es gab bestimmt früher mal richtig krasse, auch in Afrika oder in Ägypten. Aber wenn du mich so fragst, Nikola Tesla vielleicht? Zeit hatte, das ist das eine. Und das andere, Sie haben eben das neue Buch angesprochen, das ist für mich ein Stück Volksabstimmung. Ja. Das heißt, die Leute, das geht ja mit Ihren Büchern ganz genauso, wir konkurrieren ja sozusagen auf der Bestsellerliste und das regt ja auch viele auf, dass Typen wie wir nun plötzlich an der Spitze der Bestsellerliste stehen. Warum? Weil es den Nerv der Leute trifft, viele, die auch nicht wagen, sich zu äußern, aber zu ein Buch lesen oder weiter verschenken kann man, und das tun viele. Ich habe in diesen letzten 2-3 Jahren so viel Zuspruch, wie ich ihn vorher nie hatte. Ich habe Freunde verloren, Kollegen verloren, die wechseln ja die Straßenseite, weil sie Angst haben, sich zu infizieren. Leute haben Bock auf Wahrheit, Leute haben Bock auf echte Menschen, Leute haben Bock auf Leute, die sich auch trauen, außerhalb des Narrativs zu quatschen. So. Das machen sich natürlich einige Leute auch zunutze, um Geld zu machen, Bücher zu verkaufen etc. pp. Aber am Ende des Tages ist es eine positive Entwicklung, weil es sorgt dafür, dass Leute sich wieder trauen, hoffentlich mehr frei zu reden und mehr das zu sagen, was sie denken. Kontaktschuld und Brandmauern müssen wir errichten. Ist doch alles lächerlich. Im tiefsten ist das, was uns beiden entgegenschlägt, purer Neid. Ich höre das ja. Ich habe ja noch alle Kontakte. Die sind eigentlich alle fassungslos, dass die Auflagen der Zeitungen gehen ja sowas von runter. Und das sind ja alles Zwangsabonnements, die Regierung, Ministerien, die Redaktionen gegenseitig abonnieren doch Inzest. Die Zeitungen. Ja, Inzest. Inzest. Ja, klar. Also rein wirtschaftlich. Ja. Und die anderen lassen sich halt direkt von Bill Gates sponsern. Die Einschaltquoten von ARD und ZDF gehen dramatisch in den Keller. Das wird ja alles aufgepeppt. Überall auf der Welt, aber auch in den Staaten und so. Keiner mehr Bock auf Staatsfernsehen.
In der Talkshow sitzt der, in der Talkshow sitzt der. Auch da nur Inzest der Gäste? Inzest der Gäste, ja. Aber auch unter, vielfach unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und wenn ich denke, wie Sie oder wie auch meine Dinge geklickt werden und immer wieder verlinkt, also ich finde das ja irre. Großartig. Ich habe Klage. Geld verdienen ist nicht direkt unmoralisch. Es kommt darauf an, welche Handlung bzw. Wirkung man dabei erzeugt. Und die Intention ist für mich, eigentlich ist die Intention für mich das Wichtigste. Und da muss ich mir aber auch keine Gedanken drüber machen. Das muss jeder mit sich selbst und mit Gott ausmachen, weißt du? Wenn du aus einem reinen Herzen versuchst, was Gutes zu bewegen und damit Geld verdienst, dann ist das super. Besser kann es eigentlich nicht laufen. Ich finde, jeder Mensch sollte so sein Geld verdienen. Weil jeder hat sowas wie eine Bestimmung. Jeder hat sowas im Herzen, wo er sagt, ey, das liebe ich, dafür brenne ich so. Und wenn du damit Geld verdienen kannst, dann bist du auf jeden Fall, dann gehörst du zu, dann bist du einer von ganz wenigen. Es gibt nicht viele Leute, die wirklich mit ihrer Passion und ihrer Bestimmung und mit dem, was sie lieben, Lebensunterhalt bestreiten können. Rechte ein und sage, also jeder, ich habe das Recht hier und da müssen Sie mich vorher fragen. Ich finde das ganz toll, ja. Dass es überall verbreitet wird so. Ich bin mir auch sicher, dass jetzt aus diesem Video Clips herausgeschnitten werden, mit Aussagen von Ihnen, die dann viral gehen werden. Ja. Und auch dann nochmal ein Hinweis an euch. Natürlich teilt dieses Video kräftig. Wir sind mehr, wie immer alle denken. Und habt den Mut, auch Tacheles zu reden. Legt den Finger in die Wunde, weil 60% der Deutschen trauen sich nicht, ihre wahre Meinung zu äußern, weil sie Angst haben vor Repressalien beim Arbeitnehmer. So, Throat Chakra ist geblockt. Bekannten und Nachbarn. Aber dass die jetzt... Das machen sich Leute auch gar nicht richtig bewusst, dass wenn du dich nicht traust, deine eigene Wahrheit auszusprechen, dann kann das einen negativen Effekt auf dich und deinen Körper haben. So. Die meisten Leute denken über sowas gar nicht nach. Du kannst dadurch krank werden, wenn du dich nicht traust, deine Wahrheit auszusprechen. Das hat einen körperlich negativen Effekt auf dich und auf dein Leben. Deswegen trau dich, deine Wahrheit auszusprechen. Scheiß drauf, was andere denken oder dazu sagen oder nicht. Hab keine Angst. So. Und es ist auch okay, wenn du deine Meinung mal veränderst, aber trau dich in jedem Moment immer das auszusprechen, was du aktuell glaubst. Oh, ihren Hass und Hetze. Es ist ja interessant, dass Hass und Hetze wird bei uns abgeladen. Nach dem Motto, die wir aufklären, sind ja in Wirklichkeit Hetzer. Und wir hassen ja alle anderen Meinungen. Also ich hasse überhaupt keine Meinung. Ich auch nicht. Man soll sich... Kevin sagt, also seitdem ich die Wahrheit sage, bin ich der Arschloch. Gut so. Ja, auseinandersetzen. Der Witz ist aber, das wagen ja kaum Leute, vor allem Politiker. Genau, wir laden ja wirklich alle ein, von Grün, FDP, AfD, alle. Und wir bekommen auch die EZB oder irgendjemand anderes, der eine gegenkonträre Meinung hat. Und manche nehmen es an, aber 80% sagen tatsächlich ab, unter irgendwelchen fadenscheinigen Gründen, terminlich etc. pp. Die wollen nicht mit einem Diskurs gehen. Und wenn man diffamiert wird und diskreditiert wird, dann ist es meistens so, dass die Gegenseite auch gar keine sachlichen Gegenargumente hat. Dann heißt es dann nur irgendwie, ach, alter weiser Mann oder Prophet oder rechts. Rechts ist ganz beliebt. Ja, ne? Ja, also ich meine, und die merken nicht, dass das alles sich so langsam inflationiert. Also irgendwann reicht es den Leuten auch mal. Funktioniert nicht mehr, Nazi-Keule ist durch. Ja, denn was hat zum Beispiel Wissenschaft mit rechts oder links, mit Kommunismus oder rechts zu tun oder was? Bei Corona, wenn man alleine die Wissenschaft gefragt hätte, bei Atomkraft, oder alles, was Sie ja analysieren, was die Finanzen angeht. Das ist ja eine wissenschaftliche Geschichte. Die Wissenschaft. Wer ist die Wissenschaft? Die Wissenschaft gibt's nicht. Mit einem Parteibuch nichts zu tun. Und langsam merken die Leute nach dem Motto, wir kriegen das Geld aus der Tasche bezogen, haben kaum Mitbestimmung. Das heißt, das Windrad kommt einfach, es kommt. Ob man das haben will oder nicht. Und der Witz ist ja, dass mein Lösungsvorschlag, wenn immer gesagt, ja, wie kann man das alles lösen? Also es gibt manche Patentrezepte, die sind ganz einfach. Ich bin für Politikerhaftung. Das heißt, die Politiker müssen haften für ihre Entscheidung. Und dann hätten wir jetzt in der Corona-Geschichte mit dem unfassbaren Verbrechen, dass unsere Gesellschaft zerstört wurde, die Kinder, die Jugendlichen, die Alten, die einsam sterben mussten, jetzt die Impfopfer. Reihenweise höre ich Geschichten, die erschütternd sind. Ja, es wird auch noch weitergehen, glaube ich. Politikerhaftung.
Und das andere, man muss die Politiker zwingen, in Anführungszeichen, im wahren Leben zum Beispiel ihre Kinder in ganz normale Schulen zu schicken, wo dann 90% arabische Schüler sind oder die, die kein Deutsch sprechen. 90% arabische Schüler ist schon wild, Digga. Die gehen ja auf Edelinternate in einer Parallelgesellschaft. Das eigentliche Verbrechen des Journalismus und der Politik sehe ich darin, was früher nicht war. Früher war das alles, Also bei uns ist es auch so gewesen. Echt? Also du warst 90% Araber, Digga, und 10% Deutscher, oder was? Hier in Essen Standard. Crazy. Irgendwie glaube ich euch nicht, aber okay. Auf dem Dorf oder man nahm am normalen Leben teil. Heute haben wir eine Parallelgesellschaft. Mhm. Und der Witz ist, dass Journalisten und Politiker eine gemeinsame Parallelgesellschaft haben. Und ich kann immer nur sagen, ich schreibe das ja auch in meinem Buch, der Chef der BBC hat gesagt, nenne mir ein Land, in dem Journalisten und Politiker sich vertragen. Mhm. Und es ist keine Demokratie. Ist so. Facts. Ja, genau. Also ich habe auch das Gefühl, es sind Lakeure. Man hat kaum noch irgendwie investigativen Journalismus. Die meisten kommen aus den alternativen Medien. Aber glauben Sie, dass das System aus sich heraus geheilt werden kann oder reformierbar ist? Sowohl die Medien als auch die Politik. Also würde zum Beispiel eine wahre Zeitenwende einläuten? Oder ist es dafür schon zu spät? Also ich bin kein Pessimist. Ja. Aber das haben wir gemeinsam, habe ich in Ihrer Biografie gelesen, ganz wunderbar, das sage ich auch immer. Ich bin kein Pessimist, aber ich bin auch kein Optimist, bin Realist. Dankeschön. Und Realist heißt ja erstmal, nach normalen Maßstäben müssten die Wähler jetzt bei der Europawahl und dann auch bei den Landtagswahlen die Altparteien abstrafen. Wie sie das machen, dazu gebe ich keinen Ratschlag. Aber man kann doch nicht Parteien wählen, die nachweislich ihren Amtseid zum Beispiel gebrochen haben. Man kann gar keine Parteien wählen, die nachweislich alle korrupt sind und nicht wirklich was bewegen. So, lass Stimme bei dir, geh nicht wählen. Trust. Beste, was du machen kannst. Haben, Schaden vom deutschen Volk zu wenden. Ich wundere mich, dass das überhaupt noch steht, deutsches Volk. Das ist ja auch nun ganz rechtsradikal. Also eigentlich ist das Grundgesetz auch rechtsradikal. Am Reichstag steht dem deutschen Volke, dass das nicht schon längst abgeschafft. Da müsste döp, 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 döp stehen. Döp, 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 Deutschland, die Deutsche, Ausländer raus. Oder? Ist. Der Wahnsinn schreitet sofort. Aber also ich denke, Roman Herzog hat mir mal gesagt, als ich sagte, Mensch, Ihre Ruckrede, die Sie damals gehalten haben, die war doch für die Katz. Und dann sagt er, ja, uns geht es immer noch zu gut. Das Problem Deutschlands ist, uns geht es immer noch zu gut. Das Geld fällt ja quasi vom Himmel. Es wird ja gedruckt, laufend gedruckt. Das ist ja Ihr Fachgebiet. Das heißt, da wird das Volk auch betrogen um die Zukunft. Ja. Ja. Kinder und Enkel waren doch früher immer das große Thema der Linken. Wir dürfen denen keine Schulden hinterlassen und so weiter. Ist ja alles vorbei. Und ich begreife es einfach nicht, dass Leute jetzt, und das kann ja nur unsere Aufforderung sein, den Mut haben, zu sagen, wir widersetzen uns diesem ganzen Irrsinn. Denn es ist ja Irrsinn. Es ist ein Zeichen von meiner Ansicht nach spätrömischer Dekadenz. Wir sind wohlstandsverwahrlost. Da hat der Herzog definitiv recht gehabt. Wir haben noch zu viel Geld, noch zu viel Wohlstandspuffer, Wohlstandsspeck, den wir uns sozusagen abtrainieren können. Aber am Ende dieses Zyklus ist es ja immer so, dass dann so Sachen passieren in der spätrömischen Dekadenz, wie halt, man kann das Geschlecht wechseln, Gendern ist ganz wichtig. Das ganze Woke ist ja ein Beweis dafür. Die Frage ist nur, müssen wir wieder die gleiche Katharsis durchlaufen oder können wir vorher nochmal umkehren? Das wäre natürlich zu schön, um wahr zu sein, wenn wir vorher umkehren. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie bei der Kriegsführung, die wir jetzt aktuell erleben. Wir zerstören ein Land, um es dann anschließend wieder aufzubauen.
Und das ist wahnsinnig teuer. Und dasselbe erleben wir hier in Deutschland. Also wenn ich mir vorstelle, dass auch die Schweiz angesteckt ist inzwischen. Die haben doch die Volksabstimmungen und all sowas, mehr direkte Demokratie. Aber sie nehmen es auch nicht wahr. Mhm. Dieser ganze Unsinn mit Corona und Klima, ich meine diese Klimageschichte. Aber das ist, ich sag immer als Christ, also ganz anders sagen, Solzhenitsyn, der wäre ja heute auch rechtsradikal bis zum geht nicht mehr, als der seinen Literaturnobelpreis kriegte, hat er gesagt, holt Gott zurück in. Ich werde niemals für die jetzige Regierung in den Krieg ziehen. Wer von euch würde generell für sein Land im Krieg kämpfen? So, eins in den Chat. Also wer würde für sein Land, für seine Sicherheit, Verteidigung oder was auch immer andere Menschen töten, so. Eins in den Chat. Sei ehrlich. Seid ehrlich. Politik. Und damit meinte er nicht klerikale Politik, sondern den Grundwert, den wir haben, nämlich das, was man christliches Abendland nennt, die Werte, die wir haben. Und dann kann ich nur mit Hans-Jochen Vogel, dem großen SPD-Mann, sagen, der mir kurz vor seinem Tod in einem Interview gesagt hat, das wichtigste Datum der Zukunft. Warum sagt man eigentlich Abendland? Das Abendland? Verstehe ich nicht. Habe ich noch nie verstanden. Jüngste Gericht. Das heißt, wir werden uns alle mal vor Gott verantworten müssen. Und wenn wir das nur eine Woche ernst nehmen. Yassins Statement fühle ich komplett, Digga. So bin ich eingestellt. Das könnte von mir sein. Tötest du einen Menschen, ist es so, als würdest du die ganze Menschheit töten. So sieht's aus. Genau so, Bro. Genau so und nicht anders, mein Jutzer. Digga, ich habe 2 Tage Depression, wenn ich eine Ameise getötet habe. Digga, willst du mich verarschen? So, bei mir wird nichts getötet, auch kein Mensch. Sollen die mich umbringen? Sollen die machen, was die wollen? Ich werde nicht töten. Ich werde nicht töten. Ja, denn wäre der Bundestag leer, dann hätten wir endlich Ruhe von diesen Nicht-Fachleuten, die der Grieche Idioten nennt. Und wir hätten auch eine andere Regierung. Das Schöne ist ja, uns wird ja immer dann Negative ausgelegt, Hass und Hetze haben Sie schon selbst erwähnt. Aber so wie ich Sie beobachte, wie ich von mir auch weiß, uns treibt ja eigentlich an die Liebe zum Menschen. Dass wir ein gutes Leben haben, dass es den Menschen gut geht, dass wir in Frieden, Harmonie zusammenleben. Also eigentlich genau das Gegenteil. Und diese Liebe zum Menschen ist ja auch der Grund, warum wir uns dann so angreifbar machen, warum wir ohne Not rausgehen und sagen, hey Leute, guckt euch das an, guckt euch das an. Ich meine, meine Kernkompetenz sind Finanzen. Trotzdem muss ich über Gesundheit reden, muss ich über Geopolitik reden, weil die es nicht gebacken bekommen. Weil ich als Steuerzahler, aber auch als demokratischer Bürger dieses Landes die Bürgerpflicht habe, meine Mitmenschen darauf zu bewahren. Das ist doch die gelebte Nächstenliebe eigentlich. Und trotzdem werden wir angegriffen, trotzdem werden wir diffamiert, trotzdem werden wir diskreditiert und trotzdem gibt es keine Entschuldigung, wenn wir dann doch Recht behalten. Gut, was Dämonisches. In meinen Augen ist das schon sozusagen eine Kategorie, die fast menschlich nicht mehr zu messen ist. Es hat was Zerstörerisches, Diabolisches, Dämonisches. Das heißt, die Verachtung des Volkes. Die meisten Politiker, man kann ihn nicht über einen Kamm scheren, verachten ja das Volk. Es gibt auch eine Form von Journalismus. Das ist pure Verachtung der Leute. Nach dem Motto, also mit Gen. Sind das nicht alle? Und all diesen Dingen, ihr Blöden seid noch nicht so weit. Mhm. Wir haben ja schon die Lösung und das werden wir euch jetzt mal präsentieren. Von oben herab erziehen. Ja. Und dann, wissen Sie, was mich am meisten aufregt, ist nur ein Beispiel. Man will die Demokratie retten, indem man die Demokratie eigentlich abschafft. Mhm. Und das können Sie in vielen Bereichen nachweisen. Man will Toleranz, aber die Intolerantesten sind die Toleranten. Ja. Man muss sich vorstellen, ich schwör's dir, dass manche Leute nicht auffällt, ne? Wenn jetzt zum Beispiel diese ganzen LGBTQ-Fanatiker so kämpfen für Toleranz und sagen, wir sollen alles akzeptieren, aber alle, die nicht akzeptieren, dass es mehr als 2 Geschlechter gibt,
die werden ausgegrenzt, so. Denen ist man intolerant gegenüber. Hä? Ja, wenn Toleranz, dann komplett mäßig, oder nicht? The fuck? Eine offene Gesellschaft, aber ein Drittel der Wähler gehört nicht dazu. Ja, oder die Ungeimpften. Oder die Ungeimpften gehören nicht dazu. Das ist ein solcher Wahnsinn. Und da muss ich wirklich sagen, ich kann nur appellieren an unsere Zuschauer, das doch bitte zu durchschauen und auch sozusagen den Tätern die Rechnung präsentieren. Mhm. Es gibt dieses schöne Zitat, also wir wissen, sie lügen und trotzdem lügen sie weiter. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir natürlich weiterhin die Wahrheit nach vorne bringen, den jetzt auf den Punkt bringen, Tacheles reden. Und das hilft natürlich, wenn unsere Bücher in den Bestsellerlisten sind. Gerne, wie gesagt, bestellen. Ich werde unten das Buch von Herrn Hane auch verlinken. Aber in größeren Dimensionen, sehen Sie, ist es hier praktisch ein Krieg zwischen Gut und Böse? Also was ist denn die Intention von, ich glaube, ich würde es nicht unterstellen, dass die Politiker alle irgendwie diabolisch, satanistisch unterwegs sind. Ich glaube, da ist es auch wirklich Inkompetenz oder sie sind gelenkt von Lobbyistenvereinen, Agora, Energiewende. Ja, ich meine, mit dämonisch meine ich der Wille zur Zerstörung. Aber warum? Es ist ein Wille zur Zerstörung. Ja, das ist natürlich eine Entwicklung. Sie müssen sich vorstellen, jetzt allein... Spiritual War ist das, Digga. Die Grünen haben nun endlich mal die Chance, das, was sie uns ja schon seit 30 Jahren predigen, in Realpolitik umzumünzen. Und das tun die auch. Ja, aber es klappt nicht. Ja, es klappt zunächst einmal, indem sie das tun. Die Opfer sind wir ja und die Opfer sind die Bürger und die merken es erst immer ein paar Jahre später. Und dann, solange keine Opposition da ist, wir haben die AfD, wir haben Sarah Wagenknecht, wir haben meinetwegen auch die Linkspartei, die noch auf den Putz hauen. Die CDU und die CSU fallen vollständig aus. Hm. Ja, das sind jetzt die Nächsten, die installiert werden und unterwandert werden, wow. Und dann wählen wir die und was haben wir dann? Den gleichen Salat. Wir müssen aufhören, das Vertrauen da reinzulegen, endlich anfangen, in uns selbst reinzugehen und Gott zu finden, Digi. Das ist das Wichtigste, was wir gerade brauchen auf der Erde. Mehr Menschen, die den Zugang zu sich selbst finden und zu Gott. Jeder muss seine Kraft, der das verstanden hat, muss seine Kraft da rein investieren, so viele Menschen wie möglich davon zu überzeugen. Und am besten überzeugst du Menschen davon, wenn du das selber für dich tust. So. Wenn du lebst, was du gerne in der Welt sehen würdest, dann wirst du so viele Menschen, wie du kannst, damit beeinflussen und dann hoffen wir, dass das weitergeht und dass wir irgendwann wieder einen Großteil echte göttliche Menschen auf der Erde haben und dann wird sich einiges verändern. So. Die Veränderung ist nicht im Außen, keine Partei, kein fucking Politiker, kein Journalist, kein irgendwas wird dir irgendwie helfen. Du musst dir selbst helfen. Das ist der einzige Weg in Richtung Freiheit für die gesamte Menschheit. Die von ihnen regierten Länder haben die höchste Ausländerkriminalität, haben die größte Verharmlosung des Islamismus. In Nordrhein-Westfalen ist an der Spitze von allem und ist seit Jahren und Jahrzehnten von der CDU regiert. Da kommen Innenminister und regen sich jetzt auf, dass die Hamas-Demonstrationen sind, dass Kalifate gefordert werden. What is your video, son? Was übrigens eine Lüge ist. Niemand hat das Kalifat gefordert, ne? Habe ich mal recherchiert. Ja, Entschuldigung, das haben wir doch in der Entwicklung alles seit Jahren schon gesagt. Und zwar nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern nur mit Fakten und Daten und Zahlen. Sarrazin war einer der Ersten. Hat so. Mit allem Recht behalten, wurde ja, vom Hof gejagt. Ich bin dem mal über die Straße begegnet, so vor 2 Jahren. Und da sage ich, Herr Sarrazin, also... jetzt haben sie auch die Leute belogen. Mhm. Und zuckte etwas zusammen, dachte, jetzt wäre ich auch verrückt geworden. Und da sage ich, Sie nennen Ihr Buch, Deutschland schafft sich ab. Es müsste heißen, Deutschland hat sich abgeschafft. Mhm. Wir haben uns abgeschafft. Ja, und schuld sind die Ausländer. Safe. Niemand anders. Nur die. Demokratie ist in höchster Gefahr. Ich habe ein paar Tagen in Zürich gesprochen, zusammen mit... Bevorzugst du einen monotheistischen, es gibt nur einen Gott, Gott ist eins. Václav Klaus, dem ersten tschechischen
Präsidenten. Das kann man auch im Internet nachgucken. Da habe ich mich ja regelrecht aufgeregt. Und dann kam dieser ruhige Klaus. Und ich merkte, wie enttäuscht der ist. Wie auch resigniert. Der Osten in Deutschland, Mitteldeutschland. Die sagen doch, jetzt haben wir unter Lebensgefahr für die Freiheit gekämpft. Der 9. November 89 war das Schlüsseldatum, dass wir endlich Freiheit haben, Demokratie und alles. Und dann sagen die Leute, ja dafür, dass wir das jetzt alles erleben. Wiederholt sich alles in Zyklen. Also mich erinnert das alles auch an George Orwells 1984, weil jetzt ist ja alles auf den Kopf gedreht. Das ist ja diese berühmte Zeitenwende, dieser Paradigmenwechsel. Und links der war doch harmlos. Ja, und rechts ist links. Wir sehen ja, Krieg ist Frieden und Frieden ist Krieg. Ja. Diejenigen, die für Frieden sind, sind die Bösen. Ja. Die, die für Krieg sind, sind die Guten. Und Mann ist Frau und vice versa. Es sind verrückte Zeiten. Aber umso wichtiger ist es natürlich, dass wir die Wahrheit ansprechen und dass wir auch den Mut haben, alle Rückgrat zu zeigen. Und deswegen ist es so wichtig, was Sie machen, auch Buch, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen natürlich, dass die Leute auch rausgehen. Wir werden immer mehr, mit jeder Krise habe ich das Gefühl, werden mehr an die Wahrheit herangeführt, weil die Wahrheit bricht sich ihren Weg. Und mit jeder Krise, egal ob jetzt Euro-Krise, also Finanzkrise, Corona-Krise, Flüchtlingskrise, Ukraine-Krieg und so weiter, jedes Mal, wenn gelogen wird, kommen mehr Menschen aus der Matrix raus und erkennen, oh, das ist nur eine Fassade. Ja, und diese ganze Stigmatisierung, also dass man immer sofort ausgegrenzt wird, wenn man den Mainstream nicht bedient. Sowas hat es ja eigentlich nie gegeben. Das haben ja noch nicht mal die größten Diktatoren geschafft. Der Witz ist, dass das alles noch mit Demokratie verkauft wird. Also ich meine, Sie müssen sich bitte vorstellen, und das kann man nicht oft genug sagen, der CDU-Innenminister von Sachsen, Herr Schuster, übrigens einer der Hauptverantwortlichen der A-Flut, dass da nämlich nicht rechtzeitig reagiert wurde. Er war ja Präsident des Katastrophenschutzamtes. Der ist dann belohnt worden von der CDU mit dem Innenministerium. Der stellt sich bei einer sogenannten Demo gegen rechts in Bautzen hin, sieht die Antifa-Fahnen. Was ist A-Flut? Ich weiß nicht. Sagt, hier sind die wichtigsten Mitarbeiter zur Rettung der Demokratie. Und wo ist der Aufschrei? Das muss man sich mal einfach mal vorstellen. Und jetzt wundern Sie sich, dass Leipzig mit Macheten und Angriffe, da ist dann der Islamismus und Antifa zusammen. Und die CDU sanktioniert das noch alles und sagt, ihr seid doch so tolle Mitarbeiter. Ja, wir sind so tolerant, dass man gegenüber allem jetzt tolerant ist. Und das ist natürlich der Untergang, das ist vorprogrammiert. Das ist wie... Ja, nur gegen uns ist man nicht tolerant. Aber jetzt Abschlussfrage an Sie, Herr Hane. Jetzt sind Sie ja überzeugter Christ und... Arthur, die Überschwemmung, okay. Ja, vergeben. Können wir vergeben? Ist es der Weg zur Heilung ja, der Gesellschaft? Ja, es ist eigentlich... Können Sie auch vergeben? Es geht nur... Natürlich kann ich vergeben, aber zur Vergebung gibt es eine Grundvoraussetzung, nämlich das Eingeständnis von Schuld. Hm. Das sehen wir also nicht, ja. Nach dem Motto... Buße, ne? Sparen. Auch leider meine frommen Mitchristen sind ja alle drauf reingefallen. Oh, wie schön. Er sagt, wir werden einmal viel zu verzeihen haben. Entschuldigung, als Politiker muss ich eine Politik machen, dass ich nichts zu verzeihen habe. Das ist eine gute und richtige Politik. Das ist das eine. Das andere, jetzt wird alles unter den Teppich gekehrt und das wird dann als Verzeihen verkauft, nach dem Motto, komme ich noch mal nach dem Motto, wir wollen alles aufklären, aber keine Schuldzuweisung. Und bitte keinen Querdenker-Gerichtshof. Ja, entschuldige. Christen? Die Namen müssen geschwärzt werden. Kreuz und Querdenker. Ich kenne keinen Christen, ob das Luther ist oder in der Geschichte, die nicht Querdenker waren. Kein großer Geist, egal welche Religion. Kein großer Geist hat nicht quergedacht. Querdenken ist ein super Ding. Ey, diese ganzen Philosophien, die wir heutzutage haben und was wir alles können heutzutage, ist basiert auf Menschen, die quergedacht haben und Sachen, neue Dinge erfunden haben, neu gedacht haben und so. Du kannst kein krasser Erfinder sein oder irgendeine Philosophie oder irgendwas sagen, was viele Menschen abholt, was noch nie jemand gesagt hat, wenn du nur auf Linie denkst. Ist doch klar. So. Die Auf-Linie-Denker, die Schafe, haben uns Querdenker als Querdenker beleidigt und haben sich eigentlich im gleichen Atemzug damit selbst beleidigt.
Du bist ein Schaf, was folgt und keine eigenen Gedanken entwickeln kann und nicht frei und selbst denken kann. Deswegen sagst du zu anderen Leuten Querdenker. Die haben sich exposed, weißt du, wie ich meine? Und es ist einfach traurig, wie viele Leute da mitmachen. So. Richtig. Und sie hatten eben als Grundlage die Botschaft der Bibel. Und da kann ich nur sagen, die ist aktueller denn je. Ja. Bibel? Ja. Jesus, nice. Bibel, schwierig. Vor allem auch, also man muss das ja alles ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht ironisieren, aber den Leuten auf die Schliche kommen. Rechts ist doch der absolute Kampfbegriff. Aber Entschuldigung, die Bibel ist voll damit mit Gebeten. Herr, zeige uns den rechten Weg. Mhm. König David, Herr, schenke uns den rechten Weg. Sie müssen jetzt eigentlich konsequent die deutsche Sprache ändern. Kommt auch noch. Dass das Wort rechts nicht positiv besetzt ist. Und dann kann ich nur sagen, wann wird die Straßenverkehrsordnung? Die Wahrheit ist in der Mitte. Die ist nicht rechts, die ist nicht links, die ist nicht oben, die ist nicht unten, die ist in der Mitte. In deiner Mitte. In der Mitte von jedem von uns ist die Wahrheit. Endlich geändert. Denn wenn die Ampel ausfällt, und die fällt aus, ist rechts dann vor links. Ist rechts vor links. Also wissen Sie, man muss das alles kommt. Nur einmal, das ist, und ich sage immer, wenn Herr Wieser gesagt hat, also Hane bleibt immer eisern bei seiner Meinung und das ist ja ungerecht und so. Ich bin Preuße, ich bin Untertan der Obrigkeit, steht auch schon in der Bibel, Paulus, Römerbrief, seid Untertan der Obrigkeit. Ich sage jeden Abend, Peter, was hast du alles falsch gemacht? Und dann sage ich, morgen, ich drehe mich um 360 Grad und dann fange ich neu an. Man muss doch diese Preuße denn nennen, Alter, und los. Blödsinn einfach mal wörtlich nehmen. Und dieses ganze Selbstbestimmungsrecht können Sie doch jetzt auf alles anwenden. Dass ich sage, also, wer weiß was, ich weiß ja gar nicht, was man da, wie das Zeug da heißt, was man als Placebo impfen kann. Also ich verstehe jetzt das Wasser als Impfstoff. Hm. Also man muss das den und dann entlarvt man diesen Wahnsinn. Genau, die demaskieren sich ja selber und es fühlt sich ein bisschen an wie die letzte Offenbarung aus der Bibel. Wir hoffen, dass es nicht so weit kommt zum jüngsten Gericht. Armageddon, und so ja. Genau. Aber das jüngste Gericht, kann ich nur sagen, ist eigentlich ja keine Drohung, sondern es ist die Lösung und auch ein Stück Barmherzigkeit. Denn viele, die uns jetzt zuschauen, spüren, dass sie hier keine Gerechtigkeit kriegen. Ja. Die Gerichte, ich mache jetzt keine Richterschelte, aber ich meine, das ist doch ein Witz in Tüten, welche Urteile es gibt. Oder dass nun Herr Söder aus seinem CSU-Paradies die schlimmsten Messerattentäter, das sind doch alles psychisch Gestörte, die müssen wir doch eigentlich lieb haben und die schicken wir in die Anstalt. Es ist alles so wahnsinnig. Also, dass die gestört sind, ist Fakt. Die vielen, die Impfopfer sind. Und während wir uns unterhalten, sitzen doch immer noch welche in Untersuchungshaft. Ärzte, Pfleger, die das nicht mitgemacht haben. Bei Cannabis werden jetzt die alten Fälle aufgerollt und entkriminalisiert. Das heißt, die Gerichte sind damit beschäftigt. Aber es sitzen immer noch trotz RKI-Files diejenigen, die das nicht mitgemacht haben, teilweise in Untersuchungshaft. Echt? Das ist wild, wusste ich gar nicht. Stehen immer noch vor. Da habe ich zwei Zitate aus meinem Buch. Erstens von William Shakespeare, der gesagt hat, das ist die Säule. Es gibt Leute, die bei der ganzen Corona-Scheiße nicht mitgemacht haben, die immer noch in U-Haft sitzen, Freunde? Scheiße, das ist ein Grund für mich, auf die Straße zu gehen und Deutschland zum Brennen zu bringen, sag ich dir ehrlich. The fuck? Unsere Zeit. Verrückte führen Blinde. Besser trifft es nicht. Und natürlich für euch ganz wichtig. Für dich selber. Deswegen gerne auch das Buch von Herrn Hane lesen oder natürlich auch meins, wenn ihr wollt. Epiktet hat gesagt, nur gebildete. Verurteilte Ärzte etc. auch. Frei. Lasst mich mal wissen, wie ihr unser Gespräch fandet und ob ich Peter Hane nochmal einladen soll. Ja. Gerne kräftig teilen, Daumen nach oben. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat und du zum ersten Mal hier bist, lasst gerne ein Abo da. Ich
küsse dein Herz, Digga. Marki, Marki, Mark, Bro. Cooler Talk. Geht's noch weiter, oder was? Freue mich, Glocke aktivieren. Bis bald. Und denkt immer daran, wegen mutigen und energiereichen Köpfen wie Peter Hane ist die Welt da draußen besser, als wir glauben. Herzlichst, euer Mark. Herr Hane, tausend Dank fürs Peter. Kommen. Ich war gerne hier und ich hoffe, dass nicht nur mein Buch jetzt noch mal doll die Runde macht, sondern auch das, was Sie schreiben. So, Bucherin, man, Alter. Cool, Mann. Interessantes Gespräch auf jeden Fall. Ein Selbstbedienungsladen von Verrückten. Peter Hane ist der Wahnsinn. Er redet immer klipp und klar. Nice. War interessant. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Liebe geht raus auf jeden Fall an euch. Schreibt mal eure Gedanken in die Kommentare rein, was ihr so zu den ganzen Themen sagt. Wir sind ein bisschen abgeschweift zwischendurch. Mal gucken, ob ich da ein paar Sachen mit reinnehme oder das dann rausschneide. Aber ja, wie gesagt, eure Gedanken unten rein. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Haltet die Ohren steif. Peace out. Gang.